Ja, das ist ja ein Applied Science Lab, da müsste ich natürlich was, soweit ich Applied Science überhaupt verstehe, das Sinnvolles machen. Und deswegen habe ich dieses Thema gewählt, von der praktischen Verwendbarkeit klassischer Bildung. Dafür habe ich ein Beispiel, das mich natürlich berufsbedingt ziemlich beschäftigt, ist die Frage, was bringt es eigentlich, wenn man sich mit klassischer Bildung auskennt? Da gibt es einen ganzen Schwung von Antworten. Ein Beispiel habe ich heute mitgebracht und das wollen wir uns mal ansehen. Und zwar diesmal aus der Abteilung Konzepte. Es gibt auch eine Sprache dazu, da macht man Konzepte. Und da habe ich das Konzept Deus Ex Machina ausgewählt. Klingt spannend, heißt Gott aus der Maschine. Gott aus der Maschine klingt sehr modern, ist es aber nicht. Aber schon der Begriff ist einer, den man gut verwenden kann, zum Beispiel wenn man eine Schweizer New Wave Band ist, Namen sucht, oder wenn man so Vintage-Motorräder herstellt, kann man die auch so nennen, oder wenn man ein Computerspiel macht und keinen Namen dafür hat, geht es auch. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich bin weder eine Schweizer New Wave Band, noch mache ich Vintage-Motorräder, noch ein Computerspiel, oder wenn habe ich schon einen Namen dafür, dann macht es auch nichts, denn ich habe ein Beispiel heute mitgebracht, das sehr viel alltags- und realitätsnäher ist. Ein Beispiel für das Konzept. Also das war immer der Begriff, den man da verwenden kann, jetzt aber das Konzept. Was ist das Konzept? Was steht hinter Deus Ex Machina? Da müssen die Antike natürlich. Ist 5. Jahrhundert vor Christus und zwar auf die Bühne, griechische Tragödie. Und da kommt es her, dieser Begriff. Dieses Konzept, ich habe hier mal so eine High-End-Animation, die sie gleich zeigen wird, weil ich hier selber hergestellt habe, um es zu veranschaulichen. Also wenn, wir sind hier auf einer griechischen Bühne, die also in vereinfachter Form etwa immer so aussah, wir haben ein Bühnenhaus, wir haben die Bühne selbst natürlich und dahinter ein Kran, das ist immer die Maschine versteckt, das Publikum so nicht einsehbar. Und diese Maschine war dann in Bewegung zu setzen und zwar nach oben beweglich, ich werde das dann gleich zeigen, in Fällen, in denen die Handlung an einen Punkt angekommen war, an dem die Protagonisten, wie hier die beiden, nicht mehr weiter wissen oder ein, beispielsweise es droht, dass der eine den anderen jetzt gleich umbringt, obwohl die doch Brüder sind, aber das wissen sie nicht und so weiter. Also wenn die Handlungsfiguren nicht mehr in der Lage sind, die Handlung irgendwie fortzusetzen, dann konnte der Dichter den Deus Ex Machina einsetzen und zwar so, der wurde dann schwupp nach oben, das ist ein Gott, und es war auch noch schwenkbar, und man kann also nach vorne schwenken, zack, und der konnte denen dann erklären, was los ist. Also du bist ein Bruder, bring ihn nicht um oder was immer. Ja, oder, und dann konnte die Handlung wieder weitergehen. Heißt also, wenn die Lage aussichtslos war, verworren war, dann konnte der griechische Tragödiendichter sein Deus Ex Machina einsetzen und dann wurde eben alles gerettet. Und dieses Konzept des Deus Ex Machina hat sich dann, Schule, eine Karriere gemacht, gibt also zahllose Fälle in der Literatur, in denen das dann angewendet wird. Es gibt Gattungen, in denen das sozusagen unverzichtbar ist, dieses Motiv des Deus Ex Machina. Und eine dieser Gattungen will ich heute vorstellen, und zwar im Psychothriller. Aus dem Alltag, aus was jeder kennt, speziell den Schluss. Und es soll jetzt aber beispielhaft gezeigt werden, wie viel es bringt, wenn man weiß, dass dieses Konzept dahinter steht und man deswegen auch weiß, was kommt. Es geht speziell um den Schluss. Wer Psychothriller mit Verstand angeschaut hat, der weiß schon, was jetzt gleich kommt. Psychothriller enden immer gleich. Immer. Und wenn man das weiß, dann kann man davon eine Menge profitieren. Das werden wir gleich sehen. Im Prinzip, wenn man weiß, jetzt beginnt die Schlusssequenz, kann man sagen, so, ich gehe jetzt Kaffee trinken oder sowas. Weil es kommt sowieso immer das Gleiche. Mit ganz wenigen Variationen. Und dann schauen wir mal an. Dann möchten wir sehen, ob Sie auch immer gut aufgepasst haben beim Psychothriller schauen, ob Sie das auch alles wissen. Wie geht der Schluss eines Psychothrillers? Zunächst einmal, der Schluss ist immer dann, wenn der psychopathische Massenmörder besiegt scheint. Also gehen wir davon aus, der Held hat den Massenmörder gerade in der Garage und an die Wand getackert. Im Prinzip ist alles vorbei und jetzt kommt die Schlussszene. Jetzt die Frage zunächst einmal, wir befinden uns in der Regel in einem Haus, deswegen die Garage, und zwar meistens im Haus der Heldin übrigens. Jetzt, wo speziell im Haus der Heldin findet jetzt die letzte Szene statt? In welchem Raum? Küche? Schlafzimmer. Im Schlafzimmer, ja. Nicht im Schlafzimmer. Und zwar im Schlafzimmer der Heldin. Und dieses Schlafzimmer
Also das Haus der Helden und zwar Schlafzimmer, das befindet sich im ersten Stock, das ist wichtig, dazu gleich noch mehr. Was tun die beiden Starter mit der Helden? Die Helden befinden sich im Schlafzimmer. Was sie dann nicht tun, ist das, was in anderen Filmen in Schlafzimmern passiert. Das tun die gar nicht. Was tun die denn da? Sie reden. Die reden, jawohl, die reden über den Film. Die sagen, wir haben Ansicht, was jetzt da gerade so passiert ist. Ja, und tauschen sich so drüber aus und ah, erinnert sich noch und ja, boah, war brutal und so. Also, die reden schon. Und jetzt noch was ganz, ganz Wichtiges. Wie sind die positioniert bezüglich der Tür? Entscheidend. Wenn Sie mal selber einen Psychothriller drehen, machen das falsch, dann ist es leider unwahrscheinlich. Deswegen aufpassen, das ist wichtig. Wie sind die bezüglich der Tür positioniert? Wer steht mit dem Rücken zur Tür? Er oder Sie? Er. Wichtig, entscheidend. Sie schauen zur Tür, er steht mit dem Rücken zur Tür. Warum ist das wichtig? Weil die Frau schaut zur Tür, weil jetzt der psychopathische Massenmörder sich wieder alle Erwartungen von der Wand gelöst hat, und dann, entweder sieht man nur seine Schuhe, ist egal, so durchs Haus sich bewegt, unterwegs eine der herumliegenden Pumpguns nimmt. Das ist ja, das ist so interkulturell, also in Amerika ist das so. Kommt die meistens her. Also nimmt eine von diesen Pumpguns und bewegt sich nun auf dieses Schlafzimmer zu, in dem die beiden sich befinden. Und während die noch so reden, geht also langsam die Türe auf und der Massenmörder betritt den Raum. Das ist jetzt sozusagen der Diabolus Ex Machina. Ja, da kommt, völlig unerwartet. Jetzt entscheidend, wie reagiert die Heldin? Der Held natürlich nicht, weil er ja im Rücken zur Tür steht. Aber die Heldin, wie reagiert die? Schreit, nein! Ich denn nicht. Die schreit den ganzen verdammten Film durch, bei jeder Sekunde bewegt. Und an der Stelle, wo es Sinn hätte, wenn sie schrie, tut sie es nicht, sondern sie schaut blöd. Verstummt und öffnet die Augen. Der Held, etwas mitgenommen noch vom Kampf in der Garage, braucht, weil ich ein bisschen merke, irgendwie ist die nicht mehr so ganz bei dir. Und fragt dann, was ist denn? Ist die nicht gut oder irgendwie so zieht? Und dann ist schon alles geklärt. Der Massenmörder hat längst seine Pumpgun entsichert und jetzt kommt eine wichtige Szene. Es entwickelt, der Held dreht sich um, sieht den Massenmörder, das muss sorgfältig choreografiert sein. Und das Ende, das Ziel dieser Szene ist jetzt, dass der Massenmörder dem Helden eine Kugel entweder in den Rücken oder in den Bauch hat, das ist vollkommen egal. Und bei dem Kampf der Held eine entsprechende Energie bekommt, dass er aus dem Zimmer sich hinausdreht und dann über das Geländer ins Parterre fällt. Deswegen ist er schon wichtig. Ja? Das heißt, darum, der ist also weg. Gut, das haben wir. Jetzt genau, was macht der Massenmörder und die Heldin? Er knallt sich nicht etwa ab, was eigentlich das Ziel des ganzen Films war. Das ist ja die Gelegenheit. Sondern er erzählt jetzt den Film. Ne? Meistens ausgelöst diese Frage, wie konntest du oder wie konnten Sie, nachdem wir ein Verhältnis die vorher standen zueinander, und dann erzählt er es. Und man denkt, es sitzt ja davor und denkt, du, es knallst doch ab. Ne? Das tut nicht gut, aber es ist psychologisch sehr schlüssig, denn so ein Massenmörder, der ist ja sehr einsam und der hat ja kaum mal Gelegenheit, wo es jemanden zu sprechen, was er so beruflich tut. Und, da hat es mal einen kompetenten Ansprechpartner. Also erzählt ihr jetzt, was war und warum und so. Und diese Zeit nutzt nun der Held, der eigentlich tot ist, aber gar nicht tot ist, die Treppe rauf zu kriechen, seinerseits mit der Pumpgun zu nehmen. Und die Szene von vorher wiederholt sich, diesmal aber mit ungünstigem Ausgang für den Massenmörder. Der fällt dann runter und ist dann in der Regel auch tot. Das muss man also schon mal wissen, und der ist dann natürlich der Deus Ex Machina. Das ist noch nicht dabei, jetzt kommt die echte Schlussszene. Wo findet die echte Schlussszene jetzt statt? Was passiert als nächstes? Wer kommt jetzt? Feuerwehr auch, aber nicht allein, die ist eigentlich die unwichtigste. Die kommt aber auch. Polizei, Rettungswagen. Und zwar nicht ein Polizeiauto, nicht ein Feuerwehrauto und nicht ein Rettungswagen, sondern alle. Die kommen jetzt alle. Welche Tageszeit ist? Tag oder Nacht? Nacht. Warum? Weil amerikanische Feuerwehrautos und so schön klingen. Es sieht nachts einfach viel besser aus. Wo stehen die jetzt alle? Vor dem Haus, aber wo genau? Im Vorgarten. Auf der jahrelang mühsam gepflegten Wiese. Es ist ein Grauen. Da stehen alle Autos drauf und viele, viele Menschen. Die Frau wird aus dem Haus herausgeführt. Was hat die um?
Eine Decke. Eine Decke immer. Immer. Und zwar unabhängig von den Temperaturen oder der Jahreszeit. Also, wenn Sie mal in dieser Situation sind und Sie kriegen keine Decke, können Sie sich beschweren. Da fehlt noch was, die Decke. Es wird auf jeden Fall eine Decke Hormon abgemacht. Und wird rausgeführt und redet halt mit dem Detective oder so. Oh, Zeit um. Oh Gott. 2 Minuten. Okay, machen wir schnell. Helm abtransportiert und so weiter und so weiter. Jetzt ganz schnell. Lass das mal kurz weg. Was sind die Effekte? Was hat man davon? Medienkompetenz, wenn man das weiß. Und zwar A, wenn Sie so einen Film drehen, Produktion, und, da machen Sie keine Fehler, müssen Sie ihn nicht zweimal drehen. Rezeption, Sie brauchen keine Angst zu haben, Sie können, müssen da nicht mitleiden. Massive Zeitersparnis, Sie können den Raum verlassen, bevor es jetzt losgeht, weil es weiß eh, was passiert. Erbauliche Konversation, wenn Sie den Film nicht allein anschauen, sondern zum Beispiel mit Ihrer mit dem Partner können Sie erklären, was jetzt gleich kommt. Der freut sich. Wenn Sie mit Freunden oder Verwandten anschauen, ist die Freude geteilt. Wenn Sie ein Kino machen, lernen Sie Menschen kennen. Laut genug machen und ganz wichtig Zuversicht in offene Situation. Warum? Sie wissen, der Deus-Ex-Machina kommt, wenn der psychopathische Massenmörder Ihnen gegenübersteht und drauf und dran ist, ihn zu erschießen, dann haben Sie keine Angst. Sie sind gelassen, der Massenmörder irritiert, ja, und Sie wissen, es gleich kommt er hin, der Deus-Ex-Machina. Und sollte er nicht kommen, macht es auch nichts, dann sterben Sie gelassen. Und überrascht sich, weil der plötzlich streitet auf den Gott, normalerweise. Soweit, jetzt käme eigentlich noch ein Lied, aber wahrscheinlich nicht. Doch, darf ich noch? Oh, oh, danke. Also soweit, man hat also wirklich was davon, wenn man das kennt. Und weil das jetzt zu kompliziert war, habe ich das Ganze noch zusammengefasst zu einem kleinen Lied. Lauter. Wenn deine Lage verzweifelt ist, wenn es scheint, dass nichts mehr geht. Noch lauter. Wenn es so aussieht, als wäre alles zu spät, bin ich ein massiver Jagd, ein Psychopath. Hab keine Angst, verzweifle nicht, die Rettung nach. Denn es gibt ein Bild für dich da. Yeah.